Hi, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind unterwegs. Ich hatte heute bis... Kann ich das nicht hinstellen? Ich ja, hatte... Wenn du es festhältst, dann klappt es. Nicht ja. Loslassen. Wir sind zu dritt im Auto. Lamia ist da. Ich hatte bis 11 Uhr Schule und dann war ich im Gym. Und jetzt gehe ich mit Lamia alleine einkaufen. Also, wie nennt man das? Haushalt, Einkauf? Essen, Wochenendeinkauf zum Essen. Ja, wir gehen einkaufen, also wir kaufen alles. Ich gehe alleine mit Lamia, weil ich denke, ich kann besser als Mama einkaufen. Viel bessere Sachen und viel mehr. Und ich guck mal, ob ich es schaffe. mein einziges Problem ist, dass ich Angst habe vor der Kasse. Also, dass ich das irgendwie unangenehm finde, wenn ich da alles so schnell einsortieren muss und dann bezahlen muss. Und das ist irgendwie... sehr unangenehm. Kann dir helfen. Ja. Und dann gehen wir später noch nach Krefeld, bisschen shoppen. Ich will nach Primark und auf jeden Fall auch zu H&M. Und dann gucken wir einfach ein bisschen. Und dabei nehme ich euch mit. Und wenn es gleich nicht so gut gefilmt ist in Kaufland, dann ist es, weil Lamia filmt. Ich dachte, wir gehen alleine. Ja, gehen wir auch. Kannst du dir 1 Euro halten? 1 Euro für den Wagen. Pfandflaschen. Und welche Tüten? Ne? Achso, ich komme mit dem Wagen, ne? Achso, okay. Tschüss. Bist du gespannt? Ja. Wenn mir gleich eine Flasche runterfliegt, dann wäre das richtig unangenehm. Sollen wir die nehmen? Ja, nehmen die. Bananen auch? Ja, nimm Bananen. Preis eingeben. Man hat gerade schon eine Mango geholt und wir sind schon bei 6 Euro. Ja. Wir nehmen jetzt noch diese richtigen Tomaten mit. Sollen wir die hier nehmen? Ja, nimm die. Okay, 1,30. So, wir haben jetzt nochmal so welche. Kaffeebohnen. Gustus. Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Geholt und wir sind geholt. Bei 14 Euro. So, wir haben jetzt Toast und wir brauchen noch Brot. Ja, wir haben so ein dunkles Toast hier. Sieht hier irgendwie Brot? Vollkorntoast. So, wir nehmen jetzt noch Kartoffelpüree mit. 1,04 Euro. 1 Euro. 1,04 Euro. Eine Packung reicht, ne? Ja. So. Welches Müsli? Wir holen jetzt noch ein Müsli. Welches Müsli willst du? Dieses Neon. Diese Neon-Dinger. Welche Neon? Diese Neon. Was ist Neon? Ach. Diese Neon-Beats. Fake Oreo. Diese Neon-Beats. Ja, die gibt's hier nicht. Echt jetzt? Ja. Nee, geht nur mit der App. Ist ja, das ist eine Runde. Alles gut. Oh. Okay. So, Freunde, ich weiß gerade nicht, wo mein. Ah, hier. Ich hab mein Stativ. Moment mal kurz, ich muss euch. Oh. Oh. Ich wollte sagen. Ach, so leise, Jana. So, Freunde, wir sind fertig. Ich glaube, wir haben 1 Stunde gebraucht oder so, Lamia. Mhm. Das hat sich schon sehr lang angefühlt und es war sehr anstrengend. Aber wir haben alles gekauft. Und zwar einmal alles für Hot Dogs, alles für vegane Fischstäbchen mit Kartoffelpüree und so noch ein bisschen mehr. Joghurt haben wir richtig viel geholt. Ich glaube 8 Packungen Wackelpudding, dann nochmal 4 Packungen Montfake und nochmal 5 Packungen Skier. Dann Obst, Gemüse, ein paar Süßigkeiten, Wasser, Aufschnitt, alles. Und ja, das haben wir alles geholt. In meinem Taschenrechner stand 80 Euro. Ah, Brot haben wir auch geholt und sowas. 80 Euro, Eier haben wir auch geholt. Ich mache euch gleich einen Haul. 80 Euro und am Ende stand an der Kasse, wir haben 65 Euro nur ausgegeben und das ist natürlich super, weil da war dann 30 Euro ist noch da, 3,50 Euro vom Pfand. Oh, das war echt anstrengend. Hey, warum ist jetzt hier... Was ist mir gerade runtergefallen? War das viel Geld? Keine Ahnung. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich mache euch jetzt ein Haul, was wir gekauft haben. Einmal kleine Tomaten. Äpfel, dann Speck für Spiegelei und sowas. Dann habe ich 2 Packungen Milch genommen, weil wir trinken nicht so viel Milch. Dann Bananen,
Dann Serrano-Schinken. Fleisch, also Fleischwurst. Dann einmal Hotdog-Würstchen. Haribo-Kirschen. Chips gesalzen. Dann einmal hier diese, was ist das? Erbsen mit Möhren. Dann einmal Graupensuppe. Hotdog-Brötchen. Hotdog-Brötchen. Dann habe ich 5 Packungen von Skia geholt, weil das immer sehr, sehr schnell bei uns leer ist. Dann habe ich 3-mal Joghurt geholt. Einmal Wackelpudding in Grün. Einmal so Nougat, Joghurt und Wackelpudding in Rot. Dann habe ich 2-mal Eier geholt, weil die sind auch bei uns so, so schnell weg. Dann Kartoffelpüree und vegane Fischstäbchen, damit Lamir die auch essen kann. Dann so saure Gummibärchen. Salami. Kannst du schon mal ein Dings bringen? Nein, egal. Egal. Mini-Mozzarella. Ich liebe Mozzarella. Dann haben wir einmal Toast. Vollkorntoast. Kaffeebohnen habe ich geholt für meine Eltern. Kannst du die mal nehmen, die Kaffeemaschine? Oder ganz auch in die Schublade. Oder nehmen die Kaffeemaschine. Dann haben wir einmal Sternchensuppe und 2-mal Tomatensuppe für Lamia mit Reis, weil die mag das. Lamia, kannst du das da in diese unterste Schublade tun? Und das auch. Und einmal Putenbrust. Dann saure Gurkenscheiben. Einfach eine Mango, die war im Angebot. Dann 2-mal Sauce Hollandaise. Hier, das kann auch einmal noch da ganz nach unten rein. Joghurette beim Angebot. Erdbeermarmelade. Und zuletzt Brot. So, das war's. Das räume ich jetzt. Ach, und Wasser. Und das räume ich jetzt alles ein. Ich hätte vielleicht noch so Dino-Nuggets, Pommes und Wings oder so holen können, weil eigentlich haben wir nur so ein Mittagessen. Das war ein bisschen blöd. Vielleicht mache ich das nochmal nach, weil das ist echt ein bisschen scheiße. Und ja, das räume ich jetzt alles ein. Okay, jetzt zieh meinen anderen Hut an. Du ziehst jetzt 3 Hüte an, weil das ist lustig. Ja, du ziehst den an. Sag Bies. Und jetzt ziehst du dir das hier an. Mit dem Hut. Lamir will noch den anziehen, freiwillig. Heule. Was machst du? Oh, guck. Oh, c'est la vie. Oh. Madame. So, wir sind jetzt in der Kinderabteilung. Wir gucken ein bisschen was für Lamir. Dann gehe ich gleich nochmal oben gucken, aber von den Klamotten her fand ich jetzt erstmal nichts schön. Aber ich gehe gleich nochmal zu H&M oder Snipes, ich gucke da mal. Aber ich wollte hier zu diesen Kosmetik-Sachen. Ja. Bei mir finde ich die Hose schön. Sieht ein bisschen groß aus. Das ist eine Cargo-Hose. Wir müssen anziehen, dann. Ich will noch irgendwie. Wir sind jetzt bei Thalia im Bücherladen. Ja, weil. Ich ein neues Buch brauche, weil ich kann nicht mehr zum Lesen habe. Ich habe alle nämlich durchgelesen. Ja, komm, wir suchen jetzt mal. Oh, sieht schön aus. So, Lamir guckt jetzt die Gregs Tagebuchbücher, weil die wollte ja ein Buch haben. Wow. Oh, so Kinderbücher sind richtig geil, so richtig schön. Ja, das hier nicht mehr rein. Oh. So, okay, hier gibt's und die hier gibt's, Lamir. Ach, da unten sind auch noch welche. Aber dann müsstest du dich auch gleich mal entscheiden, ne? Gregs Tagebuch machen. So, Leute, wir sind jetzt im Thalia. Ich schäme mich wieder zu filmen. Ich filme gerade auch mit dem Handy, weil meine Kamera ist zu Hause. Und wir gucken ein bisschen rum. Ja, mal gucken, was wir so finden.
Wir sind gerade in C&A. Lami und ich gucken uns ein paar Sachen an. Sie finden diese Jacke schön. Schön. Ja, die ist echt schön. Die haben hier schon richtig viele Sommersachen. Die haben schon überall richtig viele Sommersachen. Ja, so eine Jacke wolltest du doch eh nicht bei Primark, ne? Ja. Aber die ist ein bisschen dünn. Ja, die gibt es, also die da. Ja, die ist schön. Ja. Eigentlich. Ja. Mal genau 4 Euro. Mhm. Freust du dich? Ja. Zeig mal einen Daumen. Oh, noch mal. So Leute, ich bin in der Umkleide mit Lamia bei H&M und ich probiere jetzt dieses Set an und ich hoffe, das sieht schön aus, weil ich suche schon die ganze Zeit nach einem schönen Set. Das probieren wir jetzt an und ich freue mich, ich hoffe, das sieht gut aus. So, ich habe es jetzt angezogen. Sieht so aus. So. Und ich finde es mega schön. So Leute, ich bin jetzt mit Lamia im Auto. Wir wurden abgeholt von meinem Vater. Diese Qualität ist echt sehr grottenschlecht, aber wenn ich zu Hause bin, filme ich wieder mit meiner normalen Kamera. Gibt es ja auch Licht. Ja, okay, ist maximal ein bisschen besser. Auf jeden Fall waren wir Dickfett shoppen bei H&M und DM, ne? Ja, und zu Hause gibt es dann noch ein Haul und auch von den Sachen, die ich noch in Krefeld geholt habe, bei Primark und so. Und ja, dann geht der Vlog auch zu Ende. Das war so ein richtiger Bummel-Vlog. Tschüss! So, Freunde, wir haben jetzt ein paar Tage später. Ignoriert bitte mein Bett und mein Aussehen. Ich war heute auch nicht in der Schule, weil ich krank bin, also mir geht es heute nicht so gut, mir ging es die Nacht auch nicht so gut, deswegen, ja, aber ich wollte euch ja noch den Haul machen und zwar zeige ich euch die Sachen, die ich einmal in Krefeld geshoppt habe und dann nochmal mit Lamia bei DM und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, ich habe mir 3-mal Nagellack geholt, einmal in Weiß von Essence, ignoriert die Waschmaschine. Einmal so ein Newton und nochmal so ein anderer Newton. Die sind sehr ähnlich, aber ich wollte ja Gelnägel machen. Und ich dachte mir, als Alternative ist Nagellack auf jeden Fall günstiger. Und ich hatte es auch schon drauf. Hier ist nicht mehr, aber es sah echt sehr, sehr gut aus. Diese Waschmaschine, ne? Dann habe ich mir einmal einen Maskenpinsel geholt. Und dazu dann halt auch Masken, weil ich mag es nicht, Masken aufzutragen mit meinem Finger. Einmal eine Meerschlammmaske. Einmal Heilerdemaske. Und einmal so eine schwarze Peel-Off-Maske. Die benutze ich immer mit Miko. Dann habe ich mir noch so Pickelsticker geholt mit Herzen. Die waren neu bei DM. Und einmal noch solche hier für Vitamin C. Dann habe ich mir noch einmal Abschminkzeug geholt. Dann einmal 2 Produkte für meine Pickel, weil meine Haut momentan nicht mehr so gut ist wie früher. Einmal so eine Pickelcreme und so ein Pickelgel. Das macht man halt über Nacht drauf und die sind echt günstig. Beide unter 2 Euro. Und ich habe es ausprobiert und Leute, mein Gesicht ist so weich. Und bis jetzt ist es gut. Ich muss aber natürlich nochmal länger testen. Ich sage euch dann auf jeden Fall Bescheid, ob es was bringt oder nicht. Neue Wattpads. Ja, dann eine Wimpernzange, weil ich habe zwar eine von Catrice, die mag ich aber nicht und die war immer ausverkauft. Und jetzt gibt es die wieder, das ist meine Lieblings-Wimpernzange. Dann habe ich mir einmal noch einen Concealer geholt, den von Catrice benutze ich immer. Der ist gerade von NYX, ich habe den falschen rausgeholt. Das ist der richtige in der Farbe 020, genau. Den benutze ich immer und dann habe ich mir 2 Lip Liner geholt, einmal von NYX. Man das von NYX in der Farbe Nude Beige, genau, ich liebe die von NYX. Hier, ich habe auch eine Lip Liner Sammlung, fragt mich nicht wieso,
Und noch einmal diesen von Manhattan in 94F. Ich wollte mal ausprobieren, weil jeder benutzt den und der ist immer ausverkauft. Und da hatten die den einmal und dann dachte ich mir, ich nehme ihn mal mit. Und die letzte Sache von DM ist einmal diesen Lipgloss hier. Der ist ja immer ausverkauft und überall. Und wir hatten einmal Glück, da haben wir den auch direkt dreimal geholt. Einmal für mich, für meine Mama und für Lamia. Und ich liebe den ja. Ich hatte den auch schon mal in durchsichtig. Aber der ist ja jetzt leider einmal ausverkauft. Dann bei Primark habe ich mir eigentlich nur diese Spangen hier geholt für meine Haare. Das sind so kleine Spangen. Ich benutze immer gerne Spangen und möchte auch neue Frisuren ausprobieren. Deswegen einmal diese kleinen Spangen. Natürlich bei Primark auch was zum Anziehen geholt, aber leider gab es dann nichts, was ich schön fand. Also wirklich, ich finde, Primark hat so ein Downgrade gemacht. Ich habe mir einfach so einen schönen Basic Cardigan geholt. Ich war eigentlich schon so auf dem Frühling-Sommertrip, aber da es bei uns gestern und die letzten Tage geschneit hat, war das eigentlich sehr sinnvoll, dass ich es gekauft habe. Einfach so ein Cardigan. Genau. Der hat hier so Schlitze, also die sind so ein bisschen auf. Hier. Genau. Der hat so einen Stoff, kann man das sehen, der ist so ein bisschen gestreift. Habe ich in einem GCM genommen und der hat 12 Euro gekostet. Ich habe auch noch von Only zwei Hosen geholt und ich liebe diese Hosen. Die sind so, einmal in so einem Braun. Das sind halt so Stoffhosen, die sind richtig, richtig weich. Die sind halt nicht so breit und unten halt ein mini bisschen breiter, also mäßig wie eine Schlaghose, aber halt, dass es hier auch breit ist und es sieht nicht so gammelig aus im Negativen, sondern so im schickeren Style. Und die gleiche habe ich dann auch nochmal in dieser Farbe hier gekauft und ich dachte nicht, dass ich das bei Only finde, aber habe ich gefunden. Die haben jeweils tatsächlich 27 Euro gekostet, aber ich hatte solche Hosen noch nicht und ich habe mich verliebt. In den letzten Sachen, und zwar von H&M, habe ich mir einmal so ein Set geholt und ihr wisst ja, ich habe die ganze Zeit nach Sets gesucht, habe ich so ein schönes Mintgrün gefunden, das ist auch nicht durchsichtig, ist halt so eine Schlaghose. Sitzt perfekt. Hat 18 Euro gekostet. Und dazu gab es dann auch das passende Oberteil. Und zwar einmal so ein T-Shirt. Das sitzt halt ein bisschen länger, finde ich, aber das sieht mega, mega schön aus. So. Und das hier hat 16 Euro gekostet. Und ich stelle mir das einfach richtig schön vor mit so Locken, Sneakbun und richtig schönen Schmuck. Und da habe ich mir auch bei H&M neue Ohrringe geholt, weil hier, ihr seht, ich trage hier keine Ohrringe. Ich habe so viele Ohrlöcher und die Hälfte davon rein. Und zwar sehen die so aus und ich finde die so unfassbar schön. Wie gesagt, die sind ja auch so klein und die sind einfach so, so schön. Ich habe jetzt hier in meinen Tragus einen reingemacht, eine Perle und ja, sonst auch noch nichts, aber da ich halt hier ein Helix habe, hier drittes, zweites, sieht es einfach so schön aus, wenn die so kleiner sind und die sehen so fein und schick aus und ich liebe das einfach. Die haben 15 Euro gekostet und das war's. Das habe ich mir geholt. Ja, und ich will jetzt auch das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!